Ja, jetzt klappt das Verständnis zwischen Beckenbauer und Overath auf. Spiel geht weiter. Müller, Hoeneß, Overath, schön gemacht. Kremers, Heynckes. Bitschowski. Breitner. Jarkowski. Wescheli. Adamec. Ja, da war Berti Fuchs wieder mit sicherem Instinkt dabei. Beckenbauer. Gerd Müller startet. Hoeneß. Die drei Bayern unter sich. Jetzt kommt der vierte Breitner. Aber verzogen. Helmut Schön, sichtlich guter Laune, freut sich, wie offensiv die deutsche Mannschaft ist, dass sie auch gute Szenen herausspielt, wenn ja auch die letzte Brillanz aus den Tagen der Europameisterschaft im vergangenen Jahr und dem Sieg über England doch noch fehlen. Adamec. Agarra. Ja, war das nun Narren oder war das Glück, was Berti Vogts da gemacht hat? Breitner. Hoeneß. Kuna, Bitschowski, Adamec, Wescheli. Aber an Berti Vogts ist einfach kein Vorbeikommen. Franke gegen Adamec. Immer noch gefährlich, aber Breitner. Und da ist die Gefahr beseitigt. Müller, so weit war er mit zurückgekommen. Overath. Flohe. Müller, Beckenbauer, Hoeneß, sehr schön im Ansatz, aber dann letztendlich doch ohne Erfolg. Adamec mit seinen 31 Jahren zwar schon etwas behäbig, aber immerhin ist er noch der gesuchte Anspielpunkt. Erwin Kremers, schön, Breitner Sport. Und dazwischen Zlocher, der eigentlich der Sonderbewacher für Gerd Müller sein sollte. Für die Tschechoslowakei wird der Einwurf gegeben. Kein Freistoß, Einwurf.
Kuna. Bertie Fox, Krämers, Beckenbauer, ja, so muss mit weiten Pässen gearbeitet werden. Bevor die Abwehr widersteht, die außerordentlich stark ist, so wie Blacklack Jacek, der Trainer Flohe und Freistoß. Freistoß verursacht von Wladimir Hagara von Spartak Zwarna. Franz Beckenbauer, will er den Freistoß schießen? Steht doch zusammen mit Jupp Heynckes. Gerd Müller links zwischen zwei CSSR-Spieler. Jetzt läuft er mehr zur Mitte, denn Flo nimmt seinen Platz, ein Müller in die Mauer. Beckenbauer. Achtung, abseits. Ich möchte nochmals dringend den Zuschauer mit der Trillerpfeife bitten, das Pfeifen zu ist natürlich etwas verwirrend, wenn außer dem Schiedsrichter auch noch ein Zuschauer mit seiner Trillerpfeife spielt, die fast genau den gleichen Klang hat. Das stört schon den Spielablauf erheblich. Overrat. Kremers. Und Slocha, der mir sehr gut gefällt, der Kapitän von Slovan Pressburg als Vorstopper, 28 Jahre alt, 11 Länderspiele. Eine Stunde ist jetzt genau gespielt bei dieser vierten deutschen Ecke und der Stand 1:0 für Deutschland gegen die Tschechoslowakei. Breitner, Tor ist frei. Heynckes, Kremers. Flohe. Aber er kam nicht recht mit der Stirn an den Ball. Gajdusek. Kuna. Hagara. Breitner. Gerd Müller. Overath. Ja, endlich einer der langen Pässe, zu dem er noch nicht das richtige Selbstvertrauen hat. Sehr schön, Erwin Kremers auf Breitner.
Beckenbauer. Hoeneß. Heinkes. Kremers. Und Ecke Nummer 5. Ecke wird wieder ausgeführt durch Wolfgang Overath. Locher. Gajdusek, der Neuling, einer der vier. Adamec. Viel Konstruktives ist bei der GSSR nicht zu sehen. Locher wieder, Hagara. Kuna. Freistoß für die Tschechoslowakei. Nun kommt der erste Wechsel, allerdings wahrscheinlich erst nach diesem Freistoß, oder? Nein, kommt jetzt, jawohl. Mit Nummer 16 erscheint Kabat von Spartak Twarna. Und für ihn geht, ja, ich glaube, das ist Jakorski. Nein, der ist noch dabei. Gajdusek hat den Platz verlassen. Für ihn also Kabat. Und ich muss sagen, bravourös schlägt sich der Ersatztorwart Dusan Keketi. Ist gepfiffen. Fuchs. Overath. Kremers. Beckenbauer. Kuna. Schwarzenbeck, der mir heute besser gefällt als in seinen letzten Spielen. Aber ich sehe, dort unten macht sich Bernd Kullmann von der Deutschen Reservebank bereit. Bernd Kullmann vom 1. FC Köln. Kabat, Heinkes. Beckenbauer,
4 Spieler im rot-weißen Dress um ihn herum. Das war zu viel. Schwarzenbeck. Flohe. Kremers. Möglichkeit. Ja, das ist ein Elfmeter. Erwin Kremers gelegt von Kabatz. Einwandfrei und ohne eine Sekunde zu zögern. Dann schießt sich der Roland Keller aus der Schweiz auf den Elfmeterpunkt. Gezeichnet ist die 67. Minute. Hier die Szene noch einmal. Das ist Erwin Kremers. Kabatz rechts neben ihm. Und eindeutig hinter, weit hinter der Strafraumlinie wird Kremers gelegt. Gerd Müller hat sich den Ball zurechtgelegt. Und den Torwart getäuscht, 2:0 in der 67. Minute. Und das zweite Tor von Gerd Müller in diesem Spiel. Insgesamt das 57. für den Rekordtorschützen der deutschen Nationalmannschaft. Hier noch einmal in Zeitlupe. Die deutsche Nationalmannschaft hat in der Zwischenzeit ausgewechselt. Für Uli Hoeneß Nummer 8 spielt jetzt Bernd Kullmann vom Kessler. Noch einmal die Wiederholung des Elfmeters mit der Torkamera, damit Sie es auch aus allen Richtungen sehen können. Und genau wie der Torwart getäuscht wurde, unsere Regie, vielen Dank. Besser kann man es nicht sehen. Ich nehme an, Sie haben es gehört, dass Bernd Kullmann für Uli Hoeneß hereingenommen worden ist. Sie hören die stimmungsvollen Rufe der Zuschauer, das erinnert ein wenig an das glanzvolle 5:0 des Europameisters bei seinem ersten Auftreten hier im neuen Rheinstadion in Düsseldorf im Herbst vorigen Jahres. Overath. Freistoß für die CSR. Hagara. Kabatz. Aber Breitner hat besser kalkuliert. Schwarzenbeck. Vorteil. Kullmann. Bernd Kullmann hat gestern Abend noch gespielt beim 5:1 der deutschen Junioren. Abseits beim 5:1 der deutschen Junioren gegen die USA im Duisburger Wedau-Stadion. Zwei Spiele also an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Hier ist das deutsche Lager. Kullmann. Heinkes. Overath. Flohe. Und Kabatz. Dobias. Adamec. Tobias verfolgt von Kremers, Ball verkehrt, kann man dazu sagen. Und Overath. Unerhört einsatzstark Erwin Kremers.
Breitner. Beckenbauer. Flohe. Doppelpass. Und nicht ganz geglückt. Er musste den Ball mit dem linken Fuß nehmen. Eher ein Ausschnitt zur Stimmung der Zuschauer. Das ist 1-0. Schiedsrichter hat gepfiffen, obwohl Vogts einwandfrei den Ball gespielt hat, und das sieht das sachkundige Publikum auch. Hagara, auch schon 30, aber er übergibt weiter an Kuna. Nun Hagara. Und erneute Ecke. Die dritte für die GSSR. Erstaunlich wenig Ecken. 5:3 steht es dabei für die deutsche Mannschaft. Kabatz tritt diese Ecke. Im Sturm haben die Spieler der Tschechoslowakei nicht allzu viel zu bieten, das darf man jetzt schon sagen. Overath. Gegen Veselý. Müller. Auf Kullmann. Beckenbauer. Leider im Abschluss nicht ganz glücklich. Die Wiederholung von Beckenbauer zeigt unsere Torkamera. Geschickter Körpereinsatz. Aber der Winkel war auch nicht ganz so günstig. Overath. Und Flohe. Fuchs. Beckenbauer. Kremers. Ein bisschen zu weit vorgelegt, dieser Kopfball von Müller. Noch 15 Minuten bleiben zu spielen, beim Stande von 2:0 für Deutschland gegen die Tschechoslowakei. Und die deutsche Mannschaft drängt. Flohe. Kuna, Veselý gegen Vogts und der vielgelobte Stürmer von Spartak Prag hat gegen Vogts nicht viel zu sehen bekommen. Kabatz, Kullmann. Overath greift an, aber Hagara. Veselý, aber da ist schon wieder Kullmann dazwischen. Der rechte Flügel in der deutschen Mannschaft fehlt mir. Dort sollte eigentlich viel häufiger Jupp Heynckes zu sehen sein, der sich aber viel zu viel
im Mittelfeld auffällt und auch in der Sturmmitte. Overhals. Beckenbauer, Möglichkeit. Kavat. Kullmann gegen Kavat und geschickt den Ball mit dem Körper abgedeckt. Heinkes. Hier kommt Müller. Er sagt zwar, er spürt keine Schmerzen mehr nach seinem Wadenbeinbruch, aber ein bisschen zieht er den Fuß schon noch nach. Adamic. In der Mitte der Trainer der Tschechoslowakei und links neben ihm sein Delegationsleiter. Und ich nehme an, Sie haben wichtige